Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Es ist gerade mal 7 Uhr morgens. Ich bin mal rausgefahren mit Mobbett, unserem Scoopy, und wollte mal ein paar Aufnahmen machen mit der Drohne. Und jetzt bin ich hier angekommen an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiterfahren kann. Ich muss zu Fuß weitergehen. Und hier geht so eine Treppe hoch. Ich bin mal gespannt, was da oben ist. Jana ist aktuell beim Yoga und ich habe die Zeit einfach mal genutzt. Bin echt gespannt, wo ich hier rauskomme. Wow, das war doch mal eine richtig schöne Aussicht. Sowas liebe ich ja. Und jetzt fahre ich zurück nach Hause, weil die Akkus der Drohne leer sind. Ich bin einfach zu viel rumgeflogen und musste wieder aufladen. Aber ich denke mal, dass es heute richtig schön wird und wir heute noch einiges erleben werden. Also dranbleiben. Es soll heute auf jeden Fall richtig schön sein. Die Sonne ballert ganz schön. Wir schwitzen. Mhm. Und wir gehen jetzt hier so einen ganz kleinen Pfad lang. Wir haben mal gedacht, dass wir einfach mal rausgehen, ein bisschen hier rumspazieren und mal so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen. Und das machen wir jetzt. Ja. Genau, die alten Pfade. Wir waren früher schon immer mal hier, ja. Aber das ist jetzt schon Jahre her und das hat sich doch so einiges verändert.
Finde ich auch. Ja. Aber ich glaube, diesen Pfad sind wir noch nie bis zum Ende gegangen. Nee. Mal gucken, ob wir das heute schaffen. Im Dschungel hier. Richtig schön. Wir sind umgekehrt. Es ist so heiß, es ist einfach zu heiß. Und wir zwei Trottel haben Wasser vergessen, mal wieder. Wir dachten nicht, dass es so weit ist. Ja, es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, auch echt ein schöner Wanderweg. Aber es ist heute einfach zu heiß. Deswegen drehen wir jetzt um. Es ist auch schon Mittagszeit. Wir haben nämlich Hunger. Ja. Und jetzt gehen wir eher was Schönes essen. Und zwar zu einem. Weißt du nicht. Gehen wir da hin? Ja, zu dem Restaurant, was du meintest. Mit diesem schönen Ausblick. Ja, am Fluss. Am Fluss. Na, bin ich mal gespannt, wie das da ist. Aber diesen Weg hier gehen wir auf jeden Fall noch mal bis zum Ende. Definitiv. Ja. Weil das ist nämlich wirklich schön. Boah, sieht voll schön aus gerade mit den Farben. So richtig saftiges Grün. Sonne scheint darauf und dann der Leopard hier. Ja. Ich glaube, Jana hat Hunger. Sie will ganz, ganz schnell zum Restaurant. Sie läuft. Ist auch ganz süß da hinten, das kleine Haus. Rumasika. Rumasika. Hier habe ich nämlich das letzte Mal, als ich im Februar hier war, als ich alleine hier war, ohne Flo, habe ich hier gewohnt 2 Monate und es war richtig schön hier. Aber es ist leider voll. Sonst wären wir wahrscheinlich hier hingegangen. Sorry, I'm sweaty.
Hello. Hello. This is Flo. Yeah. Hi. Made. Hi. Hello, Made. Nice to meet you. We just wanted to say hello and see. I just wanted to see how it looks, you know. Wow. So the same. Same. You've been here? February. This year? Yes. Oh, this year. So yes, all right? Full still? Yeah. No, it's still full. And upstairs, is it like long term or do yeah, you only one room long term. The girls still there? Yeah. Oh, okay. And it's also by Airbnb. Okay. 3 days, 2 days. Oh, really? Yeah. Oh, okay. And where do you stay? You stay with Santa Putra. The Santa Putra. Yes. But a different house a little bit. They have a new land. They bought new land and it's like another. It's close to Capo Vespa. Yeah. So we found it there now, we stay there. For how long you will stay? We don't know, maybe a few months. Yes. Because it was so hard to find something. Yeah. Yeah. It's busy. It's very busy and very expensive. After the airport opened, yeah, the tourists like came. Yeah. Yes, yeah, so now it's full, huh? I miss this pool. Thank you for coming. Yes, I thought just for visit me. Thank you. Thank you so much. You. It was nice seeing you. Yeah. Say hello to Marco. Yeah. Maybe when I walk again, maybe I stop by the evening. Boah. Mir läuft die Suppe so runter. I'm curious if she remembers. Oh, krass, ist das warm. She said I'm her daughter. Yeah. So I will say hello next time. Yeah. Ja, alles voll. Alles voll, ja. Oh. Bis zur Wäscherei hast du gesagt. Ja. Okay. Okay, der Scoopy ist geparkt und wir waren noch mal kurz zu Hause, weil wir es umgezogen haben. Wir waren nämlich klitschnass. Ja, bis zur Unterhose waren wir durchnässt, durchgeschwitzt. So heiß war das. Deswegen haben wir uns umgezogen. Und jetzt gehen wir endlich essen. Und zwar in einem recht besonderen Lokal. Das habe ich letztes Mal entdeckt, als ich hier war. Ja, probieren das einmal aus. Weil als ich nämlich letztes Mal da war, habe ich mir gedacht, ach schade, dass Flo nicht mit ist. Nicht mit dabei ist, weil das hätte ihm gefallen. Deswegen gehen wir da endlich mal hin. Gut. Und das Schöne an diesem Restaurant ist, guck mal hier lang. Ah, hier. Das ist, oder das Besondere, das liegt nämlich mitten im Dschungel, direkt an so einem Fluss dran. Und da muss man tatsächlich auch noch so ein Stück hinlaufen. Und das machen wir jetzt auch gerade. Ist auf jeden Fall sehr schön da. Der einzige Nachteil ist, dass es dort richtig viele Mücken gibt. Ah. Oh nein, wir haben unser Spray vergessen. Nein. Hä? Was ist das denn, ey? Kann man die anmachen? Jetzt ist sie an. Jetzt ist sie aus. Hier ist ein Lichtschalter für die Laterne, für die Straßenlaterne. Wie geil ist das denn? Das finde ich super. Casa Curandera. Casa Curandera. Peter, du kannst bestimmt besser aussprechen. Ja, das glaube ich auch.
Boah. Okay. Das ist hier auf jeden Fall mitten im Dschungel. Wir bereiten gerade unser Essen vor. Mhm. Das hoffe ich. Ja, sieht lecker aus. Also, wir haben ja kurz nochmal eine Nahaufnahme. Das ist jetzt, das Brötchen ist aus Cassava-Mehl, dann ist da Jackfrucht drin, Pilze, Tomaten. Genau, und diese Creme, boah, diese Soße ist halt aus Cashew. Aus Cashew-Creme, mhm, ja. Ja, also alles sozusagen vegan und sogar glutenfrei. Das ist mega lecker. Ja. Film ist geil. Wir haben alles weggeputzt. Das war einfach so lecker. Nochmal einmal ganz kurz zur Erklärung. Cassava, das ist Maniok, das ist eine Wurzel. Und das schmeckt so ein bisschen, also dieses Brötchen, wo alles drin war. Das hat so ein bisschen was von Gnocchis, so angebraten, und dann da drin war halt dann Jackfrucht mariniert, eingelegt, und dann mit Pilzen und Tomaten und so einer Cashew-Creme, also war auf jeden Fall richtig lecker. Und diese kleinen Sticks hier an der Seite, das war auch Cassava, aber frittiert, und die schmecken auch richtig gut. Also rundum zufrieden. Ich dachte, da wir ja erzählt haben, dass das Restaurant hier direkt am Fluss ist, gehe ich mal runter zum Fluss. Und man kann tatsächlich hier die ganzen Treppen einmal runtersteigen und ist dann am Fluss. Voll cool eigentlich. Das ist hier echt mitten im Dschungel, ne? Aber sowas von. So, jetzt gehe ich die ganzen Treppen wieder hoch und dann machen wir uns auf den Weg, nicht nach Hause, das Wetter ist nämlich richtig schön geblieben und zu Hause rumhacken wollen wir jetzt nicht, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir mal zur Massage fahren.
Ich habe gerade eben gesagt, dass wir jetzt zur Massage fahren. Hast du? Ja. Ich dachte, das gönnen wir uns einfach mal. So mag ich dich. Genau. Oh, guck mal, wie das aussieht hier. Richtig schön mit den Blättern in der Sonne. Wir sind jetzt im Shantika angekommen, da wo wir uns auch massieren lassen. Es ist richtig schön hier, mitten in der Natur, mit einem richtig tollen Blick. Und wir fragen mal, ob was frei ist, weil es kann sein, dass das alles voll ist. Und? Hallo. Can do. Can do, yes. Ich zeig mal kurz den schönen Ausblick von hier hinten. Sind wir. Und da sind wir auch schon wieder zu Hause, frisch geduscht und tiefenentspannt. Die Massage war richtig gut. Wir gehen da immerhin zum Shantika Spa, weil es immer auf dem Punkt ist. Die wissen genau, was sie tun. Und wir haben jetzt für eine Stunde jeder knapp 12 Euro bezahlt. Ist auf jeden Fall richtig günstig. Man kann hier auch zur Massage gehen für die Hälfte, also 6 Euro die Stunde. Haben wir auch schon gemacht, aber da weißt du halt nie, was du bekommst. Teilweise war es halt nicht so schön, auch die Umgebung war halt nicht schön. Liegst du halt mit dem Kopf auf der Straße sozusagen, ganze Mopeds fahren vorbei. Und da bist du halt mitten in der Natur und es ist wirklich schön. Und deswegen gehen wir immer dahin. So, und die Sonne hat den ganzen Tag geschienen. Es war richtig schön heute. Wir haben euch den ganzen Tag mitgenommen. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und hiermit beenden wir auch das Video. Hat wie immer riesigen Spaß gemacht, euch mitzunehmen, wenn auch nur für einen Tag. Aber es gab eine Menge zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, teilen, abonnieren, weitersagen. Das hilft uns und freut uns auf jeden Fall. Schreibt gerne mal in die Kommentare, folgt uns auch bei Instagram und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, bis dann.